Ja, moin, herzlich willkommen auf Marios Channel. Wie ihr schon gesehen habt, die Würste sind klasse geworden. Ich benutze jetzt 24-26er Schafseitling. Dazu kamen 600 Gramm Schweineschulter, gewürfelt, vorgefroren, und 400 Gramm Schweinebauch. Das schneide ich alles in längliche Streife, ohne Schwarte, die Schwarte schon vorher abgemacht, und gib's dann durch meinen Fleischwolf durch. Auch die Schweineschulter. Also ich habe es jetzt ein bisschen separat gewolft. Ich werde das auch zweimal wolfe, aus dem Grund, ich erhalte eine bessere Bindung und brauche nicht so lange rum zu Menge, weil das Menge, das kostet mich immer sehr viel Kraft. Also erst hatte ich eine größere und dann eine kleinere Scheibe. So, wir benutzen 23 Gramm Nitrit Pökelsalz, dann habe ich noch 0,5 Gramm Kümmel, dann benutze ich 2,5 Gramm weißer Pfeffer, könnt ihr alles links sehen. Dazu kam noch 1 Gramm Paprika, 2 Gramm Kardamom und 0,5 Gramm Massisblüte. Könnt ihr natürlich auch Muskat nehmen, eben ein bisschen mehr, weil das Massis, das ist schon ziemlich stark, deswegen habe ich jetzt auch nur 0,5 Gramm benutzt. Dazu hatte ich noch 0,5 Gramm Ascorbinsäure und wer möchte, kann auch noch 1 Gramm Chili-Pulver dazugeben. So, vor dem zweiten Wolfe gebe ich schon mal meine Gewürzmischung drüber, damit alles schön gleichmäßig verteilt ist. Das Ganze gebe ich jetzt nochmal durch den Fleischwolf durch. Und wie ihr seht, der Begetal, wo ich da habe, der zieht das alles super gut durch. Könnt ihr auch mal unter Marios Channel suchen. Begetal Fleischwolf, da kommt er hin, da gibt es ein kleiner Bericht von, ich habe es jetzt hier gerade vermerkt noch. Also wunderbar, das Ding, so ein bisschen Wurst mache zu Hause. Perfekt. Ja, wie ihr seht, es wird jetzt nur noch ein klein bisschen gemengt und dann habe ich schon meine Bindung. Ja, wie ihr seht, das soll so an der Hand kleben und nicht runterfallen. Dann forme ich das in Balle und werfe das in meinen Füller rein. Damit bekomme ich auch ganz wenig Luft mit in den Darm rein. Ein bisschen fest andrücke, somit vermeiden wir auch noch Luft. Und dann kann es schon gleich losgehen. Ich benutze jetzt meinen Schafsdarm. So, ich drehe das immer runter, stecke Fingerpfanne rein. Wenn ich merke, es kommt, dann fahre ich noch einmal um die Tülle drumherum, weil es ja dann doch immer ein bisschen fettig ist. Und dann lässt sich auch der Darm gut aufziehen. Wie gesagt, Darm vorher schon wässern, dann gut abstreifen von Wasser und drüber ziehen. Da mal einen Anfang zu finden, ist immer ein bisschen schwer, aber funktioniert. Wie ihr seht, ich ziehe das Wasser ein bisschen ab, sollte kein Wasser da drin sein. Und normalerweise geht es beim Aufziehen auch so raus, aber trotzdem mache ich das immer noch. Wie ihr seht, das lässt sich dann auch ganz gut aufziehen. Ja, das waren ein paar Würste. Ich glaube, das waren um die 20 Stück. Aber schöne große. Und zum Rohessen ganz klasse, ganz lecker. Und wir haben auch noch welche für die Suppe benutzt. Also eine Suppe auch richtig hammermäßig lecker. Die Suppe bekommt auch einen toller Geschmack noch. Also wunderbar. So, da kommen wir schon zum Abfülle, ich schätze keine, ein bisschen fester Abfülle, aber ist noch gut gegangen beim Abdrehen. Einfach ein bisschen länger drehen, umso länger ihr dreht, umso fester werden die. Man kann auch noch ein bisschen mit der Hand drücken, das geht natürlich auch. Wie ihr seht, immer den Darm nach vorne schiebe und dann bekommt er auch keine Luft rein und das rutscht dann auch wunderbar. Abdrehen tue ich die Würstchen immer nach rechts und nach links drehen, einmal, ein paar Mal drehen und dann gehen die auch nicht mehr auf, da braucht ihr gar keine Angst zu haben. Ja, so sieht es schon aus. Ich tue die jetzt noch mal ein bisschen abstippe. Sollte da noch etwas
Luft drin sein, können wir das damit noch rausholen. Den Stieber bekommt er auch bei im Internet. Könnt ihr mich nochmal anschreiben? Schreibe ich euch die Adresse rein. So, was jetzt halt ganz wichtig ist, die Würste müssen trocknen und umröten für einen Tag. Bei mir waren es jetzt 20 Grad. So sehen sie jetzt schon nach ein paar Stunden aus. Und ich hatte eine Nacht zum Umröten. Also 20 Grad, nicht über 23 Grad gehen. Also 20, 21 Grad ist eigentlich die ideale Temperatur. Ich räuchere heute mit meiner Räuchertonne, weil da eben mehr reingeht. Und es geht genauso gut wie mit meinem modernen Räuchergerät. Und wie ihr seht, ich räuchere unter 20 Grad. Das waren genau 14 Stunden. Ich habe Buchemehl gehabt, 0,1 bis 0,4 mm. Ja, und das war eine Räucherzeit von 14 Stunden. Und es reicht aber auch. Viel mehr braucht man gar nicht zu räuchern. So sehen sie aus. Also die waren wirklich ganz, ganz klasse. Also nach dem Räuchern habe ich sie nochmal für ungefähr 5 Tage im kühlen Keller aufgehangen, damit man sie dann verzehren kann. Hammermäßig kann ich euch nur sagen, richtig lecker, vom Geschmack her perfekt. Und wie ihr seht, der Anschnitt ist auch ganz gut geworden. Also jederzeit mache ich die wieder. Sind auch bis jetzt meine beste. Zum Schluss habe ich noch ein bisschen was dran gehangen. Ich habe ja mit demselben Fleisch Salami gemacht und die ist jetzt schon 7 Wochen gereift. Und wie ihr seht, so sollte diese im Kaliber 56 werde ich die machen, auch werde. Ich reife ja immer ein bisschen was vor, um da nicht irgendwelches Fleisch noch zu entsorgen müsse. Also die ist wirklich auch ganz klasse geworden und vom Geschmack her Hammer. Sehr fest geworden. Im Geschmack super. Die werde ich jetzt nochmal nachmachen im 56er Darm. Ja, dann ich sag da mal wieder Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Euer Marius. Ciao, ciao. Told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away.